Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Glover. In der letzten Folge haben wir den Boss besiegt, was ziemlich einfach und ziemlich schnell ging. Und danach haben wir versucht, dieses in Anführungsstrichen Bonus-Level zu beenden. Anzufangen und auch gleich zu beenden. Beim ersten, zweiten, dritten, vierten Mal hat es aber, nach dem ersten, zweiten, dritten, vierten Mal hat es aber immer noch nicht geklappt. Deswegen wir das Ganze jetzt hier nochmal machen. Und der Witz ist einfach, dass ich wieder tierisch inkompetent bin. Und es wirklich einfach hoch geht. Man muss sich einfach nur auf den normalen Weg konzentrieren und dann kommt man auch hoch. Also das ist gar nicht irgendwie abgefuckt oder so, dass man irgendwie von mir Skill verlangt, sondern ich war einfach wieder dumm. Ja, also ich habe im Internet nachgeschaut, habe das erste, war ziemlich lustig. Das erste, was ich angeklickt habe, war dann auch noch ein Speedrun. Ja, da habe ich dann eben halt bis zum ersten Boss vorgeklickt und gesehen, dass er den erstmal gar nicht besiegt hat. Der hat irgendwie seine Kugel größer werden lassen und ist dann mit der Kugel. Die Kugel war dann so groß, dass er irgendwie damit fliegen konnte und der hat halt oben diese Plattform getroffen. Also nachdem wir den den ersten Boss besiegt haben, ist er da so eine Plattform hochgefahren. Und er hat quasi das Spiel ausgetrickst und ist mit dem Ball einfach direkt zur Plattform hoch, hat die Plattform angestoßen und der Spieler die Plattform berührt hat, dachte das Spiel halt, der Boss wäre kaputt und naja, ihr wisst schon, versteht schon. Ja, hier einfach ganz normal den Weg gehen. Da, schaut mal, hier geht's hoch. Hier geht's verdammt nochmal einfach hoch. Boah, Leute, das tut mir echt leid. Aber okay. Schätzungsweise muss das auch mal wieder sein. So eine richtig krasse Inkompetenz. Sonst wäre ein Let's Player von mir nicht vollständig, aber okay, gespeichert. Speichern tun wir jetzt, hat er dann gleich und dann schauen wir mal, ob das jetzt Pflicht war oder nicht. Wahrscheinlich schon. Aber das, naja, das steht halt, das stand halt eigentlich Bonus, aber okay. Mal schauen. Ich müsste dann jetzt irgendwas bekommen, im besten Fall. Tue ich aber nicht, ja geil. Also muss ich doch nochmal rausgehen und suchen oder was? Mist. Also ich habe jetzt keine Lust, deswegen nochmal das Video zu öffnen. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Ha. Was sagt er denn? Ist das was Neues? Ohne Ball? Nee, bla bla bla. Ich glaube, dass die Fragezeichen bleich werden, wenn man sie bereits angequatscht hat. Nee, da ist auch nichts. What the fuck? Ist das jetzt offen? Ne, das ist doch noch zu, oder? Ja. Vielleicht von hinten? Ne. Ha. Die Burg ist hier auch noch zu. Habe ich irgendwas machen müssen, um die Höhle zu öffnen? Eigentlich nicht, ne? Das Spiel meinte ja, hey, yo, wenn du fertig bist mit dem Tutorial, dann öffnet sich das. Moment, da habe ich noch nicht nachgeschaut, oder? Geht das irgendwie? Nee? Okay. Vielleicht da nochmal hoch? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eher dann zum Schluss kommt. Hier dieser Turm. Auch nicht. What the fuck? Ich verstehe das ja. Wir haben hier eine Hubwelt und wir sehen an den Ecken die jeweiligen Orte. Aber keines davon scheint offen zu sein. Oder vielleicht doch aufsprengen? Würdest du den Ball bitte verwandeln? Dankeschön. Aufmachen. Kann ich da langlaufen? Auf den Regenbogen? Nein. Oh. Ja gut, dann schaue ich doch mal nach. Ne? Hat ja keinen Sinn. Okay, ja, ich bin wirklich dumm. Wir müssen den Ball wieder in die Höhle bringen. Das war's. Weil das, genau, das war ja irgendwie so, dass wir alle Bälle da reinbringen müssen. Ja, genau. Alles klar, mein Fehler.
Sofort wird er mir entrissen. Und dann, genau, öffnet sich auch die nächste Welt, der nächste Abschnitt. Moment. Darf ich wählen, oder was? Das ist ja nett. Cool. An dieser Stelle würde ich ja mal ein Vot raushauen. Aber ja, wenn ihr das seht, ist es ja schon abgeschlossen, das Let's Play. Zirkuszelt oder das andere? Was auch immer das jetzt war. Ich hab's schon wieder vergessen. Oder Scheune. Ich gehe mal in die Scheune, die ist offensichtlich näher dran. Scheune, ja. Schätzungsweise dschungelartige Level vielleicht. So ein bisschen mit Tiere. Vielleicht wieder mit LSD-Kühen, wie bei Jinx. Die dann hin und her hüpfen. Moment, das sieht aber... Das sieht aber ausgesprochen gleich aus. Das sieht sehr, sehr gleich aus. What the fuck? Das ist ja doof. Na gut, gehen wir mal da rein. Und schau mal... Okay. Ach, ich starte da. Ich dachte, ich musste anfangen. Okay, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert und das war keine Scheune, sondern ist ein Piratenlevel. Wow. Sehr, sehr nice. Direkt ins Level geworfen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Also ertrinken kann ich ja anscheinend nicht. Hoffentlich greifen mich die Fischileinis nicht an. Krabbe. Stirb. Erstmal muss ich ja den Ball finden. Wo ist denn der Ball? Oh, ich wollte den jetzt nicht anschießen. Ich wollte den finden. Zum Ball zeigen. Ja, wenn ich mich mal selber sehen würde. Danke, Kamera. Wo genau? Ach, da ist er. Alles klar. Ja, da muss ich dann schätzungsweise gutes Sprungtalent aufweisen. Und wenn ich runterfalle, muss ich es nochmal machen. So. Okay. Wahrscheinlich lässt er das Wasser jetzt ab. Ah nee, das ist so ein Sprungding, genau. Da muss ich eine Faustattacke machen, oder? Ja, oh, lass doch den. Junge, lass doch mal den Ball kurz in Frieden. Ihr wart doch gerade mal 5 Minuten getrennt oder so, wenn überhaupt. Yay! Yeah. Da kann ich dann am Rand vielleicht lang mit dem Ball. Mit der Kugel. Wenn ich dann was sehen würde, was ich nicht tue. Okay, dann mache ich es einfach so. Ist ja einfach mit der Bowlingkugel. Ach, guck mal hier. Das könnten wir uns dann vielleicht auch nochmal anschauen. So, wo ist es denn jetzt? Hier am Rand, glaube ich, oder? Ich würde es halt gerne sehen. Aber die Kamerafahrt ist so lala wieder mal. Ach nee, das war hier drüben. Okay, warte. Nee, das ist nur ein Checkpoint. Ich denke aber, da ist das Ende, aber kann ja gar nicht sein. Wir haben ja gerade erst angefangen. Komme ich da hoch? Ja, aber mühselig, aber es geht. Es geht. So, Checkpoint. Kann man da runterfallen? Nee, okay. Sieht so aus, als müsste ich das erstmal das Wasser ablassen, oder? Da unten ist eine Krabbe. Komm, ich komme da nicht hoch, oder? Ich schaue mich erstmal alleine um, ohne den Ball. Ja. Das sieht nicht gut aus. Oh, guck mal, eine Truhe. Ob ich die mit dem Ball vielleicht kaputt machen kann? Oder so? Oder ich brauche wieder eine Fähigkeit, um das zu verschieben. Vielleicht hätte ich da... Oder kann ich den... Nee, ich kann den nicht so weit werfen. Das wäre ja krass. Ich gehe mal nochmal auf die andere Seite. Vielleicht habe ich da irgendwas vergessen. Schafft das da hoch? Ja, wahrscheinlich, wenn ich ihn verwandle. So, genau.
Sehr, sehr gut. Nee, da scheint's auch nur... Da hinten gibt's ein Leben, aber ansonsten sehe ich da nicht viel. Aber ich kann ja trotzdem mal raufgehen. Lass mal... Lass den Ball mal liegen. Ah, da ist... Ich glaube, da ist ein Gegner, oder? War da nicht gerade was? Ja. Komisches Ding mit Brille. Ah. Geht das? Ja. Ne, hier ist nix. Okay, übersehe ich schon wieder das Offensichtlichste? Oder was ist los? Hm. Lass mal einfach runtergehen. Ich könnte halt versuchen, das mit der Bowlingkugel kaputt zu machen, wie gesagt. Ja, verwandle ihn mal. Da gibt es übrigens noch ein Leben, aber das brauchen wir jetzt offensichtlich nicht. Moment, jetzt komme ich ja so wieder nicht raus. Ja, verwandle ihn halt nochmal. Nein, 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 nein. Nimm mal den Ball. Genau, so. Runter. Verwandeln. Und... kaputt machen. Geht nicht. Okay. Schieben geht auch nicht, oder? Nee. Okay, what the fuck? Dann vielleicht nochmal versuchen, die Dinger hier kaputt zu machen. Auch nicht. Und muss ich das ernsthaft darüber schießen? Ich glaube nicht, dass es geht. Erstmal wieder hochkriegen den Scheiß. Okay. Im besten Fall er hier. Weiß ich, wie weit kannst du denn? Kann ich nicht irgendwie höher werfen? Nicht wirklich. Ich würde sagen, am besten ist immer noch der hier. Aber das schaffe ich trotzdem nicht. Ich könnte halt nochmal versuchen. Irgendwie so rüber. Ach, ich bin dumm. Ich bin... Oh, heute habe ich echt nur Fails. Kann das sein? Das ist echt lächerlich. Okay. Tut mir leid, Leute. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Es scheint der Wurm drin zu sein. Natürlich, weil er schwimmt ja auf dem Wasser. Andere Bälle können das nicht. Aber, Moment. Das war jetzt auch nur für das Leben. Habe ich das denn jetzt überhaupt getroffen? Eigentlich schon, oder? Also das hat mir ja jetzt auch nicht zum Weiter... Ach, guck mal da. Guck mal da. Das war vorher, glaube ich, nicht da. Kannst du? Dankeschön. Ich meine, wenn wir das schon mal erkämpft haben, können wir uns das auch mal holen. Da unten. Dafür werde ich dann... aber auf jeden Fall... die Bowlingkugel gebrauchen. Komm mal her. Dankeschön. Hallo? Hallo? Das ist eine fucking Strömung. Kannst du mal bitte... Jetzt lässt mich die Strömung nicht durch, oder was? Vielleicht mal... Kann ich so hin? Nein, da ist jetzt eine fucking Strömung, okay. Was soll das denn jetzt schon wieder? Geht es echt nicht?
Doch, doch, es geht doch. What the fuck? Das Spiel stellt sich aber auch gerade an. Okay, das müsste ja dann hier sein, ja. Einfach mit genügend Schwung sollte das gehen. Das ging nicht. Okay, versuchen wir es mal von der anderen Seite. So, ja. Fontäne, und die sorgt wahrscheinlich dafür, dass ich dann da hochkomme. Ach, Sekunde, das muss ich wieder langsam machen. Langsam und behutsam. Genau, jetzt hier hoch. Wahrscheinlich... Ach nee, ich muss erstmal warten, bis das Ding wieder hochgeschossen kommt. So. Weiß nicht, ob ich dafür den... Ah, fuck, okay. Ich hoffe, er geht nicht kaputt. Nee. Den besten Ball hab, wollte ich sagen. Jetzt nochmal versuchen. Und drauf stehen bleiben. Plattform bewegt sich, alles klar. Hoffentlich ist da das Ende. Nee, Checkpoint. Okay. Halt mal bei flach. Und verwandle ihn. So. Das ist ja immer noch mein Lieblingsball. Oh fuck, okay. Fucking Wippe. Jetzt hätte ich gerne wieder eine angemessenere Perspektive. Ich muss die ja nicht unbedingt töten, ich kann es ja ignorieren. Wieder ein Checkpoint. Oh nein, eine böse Truhe. Kann ich da rein? Geht das? Nee. Okay. Muss ich die vielleicht erstmal besiegen? Oh, Moment, da ist ein Fragezeichen. Das sagt mir vielleicht, besiege alle Gegner oder so. Hinweis, den Ball einen Faustschlag versetzen, um auf höhere Plattformen zu springen. Den Ball einen Faustschlag verpassen. Also er meint das Dribbeln, oder nicht? Aber wo jetzt genau? Wo genau willst du das jetzt? Schätzungsweise hier, oder? Einen Fauststoß. Ja, das meint er halt, oder? Nee, Moment, Moment, Moment. Wie komme ich nochmal auf den Ball rauf? Ich will ja nicht, dass er den anfasst. Ich will auf den Ball springen. Im besten Fall so. So, genau. Aber dann habe ich natürlich den Ball nicht dabei, ne? Ha. Beweg mal die Kamera. Oh geil, die Kamera lässt sich gar nicht bewegen. Okay. Ist das überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ah, guck mal hier. Ah, alles klar. Ja, ja, dann macht das schon Sinn. Dann kriege ich das auch mit Ball hin. Hallo? Okay, jetzt. Bitte behindere mich nicht, Truhe. Geht das? Ist das der niedrigste Punkt? Ich habe das mit dem Dribbeln immer noch nicht so ganz intus. Aber vielleicht geht es auch nicht höher. Nee, das ist schon, glaube ich, der niedrigste Punkt. Okay, ich glaube, ich muss die echt penetrieren. Die nerven mir zu viel. Verreckt! Yeah, Triple Kill. Oder auch nicht. Nein? Muss schon direkt raufhauen, ne? Hallo, wie viel hältst du denn aus? Wie viel hältst du aus? Wie viel hältst du aus? Wie viel... What? Kann ich dich überhaupt... Okay. Jetzt reicht's. Jetzt Frissball, ganz ehrlich. What the fuck? So. Darf ich jetzt nochmal in Ruhe versuchen, da hochzukommen? Mit meinem Superball. Meisterball wäre natürlich besser, keine Frage. Nein. Oder muss das überhaupt sein? Ich meine, er hat ja gesagt, ich soll auf den Ball hüpfen. Vielleicht ist das auch eine Passage für mich alleine. Komm, ja, jawohl, jawohl. Kann ich mir gut vorstellen. Das wäre mit Ball, wäre das, glaube ich, ein bisschen problematisch.
Oh nein, und auch offensichtlich auch ohne Ball. Da war ich zu ungeduldig. Okay. Stehe ich gut. Oder soll ich hier warten? Nee, oder? Nee. Das passt schon so. Genau, ganz gechillt. Einfach nur links lang laufen. Das wäre ohne Ball sowas von... mit Ball gar nicht machbar. Ja, genau. So. Und natürlich kommt das Schiffchen jetzt zu mir. Hat mein Handy schon geklingelt? Nein, aber mein Zeitgefühl ist wieder mal episch. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo war das jetzt? Da. Habe ich es nicht eben gesagt. Hier, genau, da. Genau, mein Bädchen müsste da auch irgendwo sein, hier. Vielleicht schaffen wir das Level ja jetzt noch schnell. Kamerafahrt. Kamerafahrt ist episch. Kamerafahrt ist gut. Nein. Falsche Seite. Da. Okay. Jetzt im besten Fall nicht verrecken. Rüber da. Und was jetzt? Jetzt werden wir, glaube ich... Ja, das Schiff bewegt sich. Okay, nee, das Level geht noch ein bisschen, schätzungsweise. Ja, gut. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Glova. Tut mir leid jetzt für den einen oder anderen Fail in den letzten 20, 30 Minuten. Aber ja, wir haben ja Fortschritt. Wir haben ja Fortschritt. Von daher schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge das Level hier vielleicht beenden. Das scheint ja dann doch ein etwas längeres Level zu sein, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.